Like, Hallo oder? und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft und die Ach, Tanja ist gleich hallo. da. Ja, meine Karre ist gerade weggefahren. Ich habe Bleib zu spät! gerade schon gesagt, dass ich mich hier nicht daran erinnern kann, dass ich hier im Keller ausgelockt habe. Aber wenn ich schon mal hier bin, die Tanja kommt auch gleich, da können wir schon mal hier den ganzen Kack mitnehmen. Komm vorbei, gerauscht! Juhu! Ich habe kein Yay! Spaß da dran. Nein! Ich bin Nein! letzter Mensch! Oder so. Ganzer Mensch. Wir sollten eine Kiste mit Karren hier hinstellen. Dann brauchen wir die mal mitschleppen. Wo willst du ne? Boah, ey, dieses Gewitter, ne? Geht ein bisschen auf den Sack. Ein Oh. bisschen heftig. Haben wir. Ich habe keine Schienen abgebaut. Lag hier nicht noch Dings drin? Da. Hat nicht jemand ein Schwert? Hier im Keller ist auch noch ein Schwert, glaube ich. Ah, hier ist euch mehr eingesackt. So, ich baue jetzt mal hier noch ein bisschen rum. Gleich mal verschönern. Da ist kein Creeper. Hauptsache, hier ist keiner im Keller. Der ist Ich habe keinen Lock explodiert. gesprengt. Tani? Nein, das war ich nicht. Wie gesagt, ich habe keinen Lock gesprengt. Nein, das war der Creeper. Ich Genau. weiß. Menschen können keine Löcher sprengen. Nur der Außer mit Creeper. Sprengstoff. Den keiner leiden kann. Oh, ist ja nicht so übertrieben mit Monstern hier gerade. Ja, Nein. es ist Gewitter, da darf man nicht in der Nähe von draußen rumlaufen. Nicht in die Nähe von Ja. draußen. Sehr schön formuliert. Hallo? Habe ich extra so schön Alter, was macht das formuliert. Skelett hier drinne? Da ist ein Skelett drin? Wo? Ja. Warte, ich komme geeilt. Wo ist ein Habe ich Skelett? schon. Und irgendwas verbrennt hier. Also jetzt so. Hört sich an wie Feld in Lava. Hast du wirklich einen anderen Skin? Achso, mein Skin ist auch geladen. Gut, ich dachte schon, hier würde Lava irgendwie. Aber ist okay. Du siehst jetzt aus wie Luigi. Genau. Mein Sieht man nicht Anfangs. so gut mit der Rüstung, aber ist ja egal. Komm, wir gehen nochmal im Keller. Luxuskeller. Ich hatte mir gedacht, dass wir hier einfach so eine Eisentür vormachen und dann darüber schreiben WC oder so. Ja. Dann stürzt man sich ins Verderben. Mal ganz Ja. davon, dass die Treppe viel zu lang ist, um aufs Klo zu gehen. Ja, da Ich steht da meine, wenn du wirklich WC betreten auf eigene Gefahr. Und alle wenn fragen sich bist so, du? hä? Warum Bis man da betreten? selber nochmal schnell auf Klo gelandet ist, dauert das wohl ein bisschen. Ich meine So, mehr kann Inventar ich ist nicht voll. mitnehmen. Ich auch nicht. Ernsthaft? Die Fäden kann ich da lassen. Die Eisenbahn nehme ich mit. Obsidian. Warum habe ich fünf Warte, wir können ja auch mal Obsidian? alles in die Kiste reintun, was wir haben. Vielleicht stackt sich das ja zufällig. Alter, warum habe ich so viel Obsidian? Ich habe fünf Obsidian mit. Ich kann mich nicht erinnern, wie Obsidian mitgenommen Die war. Spitzhacken stecken sich doch nicht. Hör mal. Lass mich einfach alles reinschmeißen. Ja, aber guck So, mal hier, was der haben wir noch? Netherstein hat sich Ab, schon ab, gesteckt. ab. Das war's. Warte mal, ich nehme mal hier Stein raus. Stein. Stein, 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 Stein. Wie viel wir hier im Keller noch liegen haben, ne? Ist richtig gut. So, die ganze Erde habe ich auch genommen. Eine Truhe nehme ich gleich mit, da packe ich die Karts rein. Und Holz nehme ich jetzt alles, habe ich jetzt alles mit. Und jetzt sieht das doch schon ein bisschen weniger aus. Genau, pack mal alles ein, was geht. Ich habe auch noch ein paar freie Plätze. Ach Kann genau, ich wir ja. wollten auch an der einen Stelle Wasserfall runterlassen, damit du dann nicht mehr runterfällst. Ich habe Ja. ja heute eine Folge geguckt. Ach Wollte so. eigentlich auch beschriften, aber irgendwie. Die beiden Sachen sind noch. Du wirst nichts mehr. Die Truhe kann ich auch gleich mitnehmen. Ja. So. Yay, jetzt haben wir alles. Auf Ich habe da in noch mal zwei Lampen hingebaut. Ich mag den Keller hier irgendwie. Ich finde Ja, der ist gut. das hier eigentlich ziemlich gut, weil ich wollte nicht, dass diese Werkzeuge zu sehen sind, habe ich einfach so eine Klappe vorgemacht. An der anderen Seite sieht es aus wie so ein Schrank. Das passt auch ganz gut. So, ist immer noch dunkel, dann können wir ja schlafen gehen. Dann hört der Regen wenigstens noch auf. Heute sind wir auch ohne Fabi, der spielt offscreen ja ein bisschen weiter. Also Genau. jetzt. Also er spielt nicht, er baut und Ton. ich kontrolliere höchstpersönlich, dass er nicht cheatet. Sehr schön. Wie gesagt, sie ist eine Mitbewohnerin und sie geht auch ohne Fragen in ihr Zimmer. In sein Zimmer. Seine Abstellkammer.
Ja. Ich finde es voll lustig, so dein Zimmer voll so ist. Absolute Mädchen-Anime-Fangirl-Zimmer, weißt du? Und dann kommst du bei Fabi rein, abschütteln. Wir müssen hier auch nochmal das Loch wegmachen. Ich war das nicht. Ich war der Creeper. Ja, ich weiß. Hier kommt gleich eine Spinne, glaube ich, entgegen. Obwohl. Ja, der Pfeil, den kann ich nicht aufheben. Jetzt haben wir wieder zwei blaue Schafe. Und hier das Feld ist kaputt. Da ist, glaube ich, irgendeiner draufgefallen und gestorben. Ich offensichtlich mal nicht. Nee, irgend so ein Zombie oder sowas. Irgendwas wollte ich dir erzählen. Oh ja, ich habe heute war ich ein bisschen auf meiner Künstlerseite. Also ich war die letzten Tage ein bisschen auf meiner Künstlerseite unterwegs. Mhm. Ja. Und da hat einer seinen Husky Fei genannt. Ich musste so grinsen. Ich fand das toll. Ja, voll gut. Tropenholz haben wir auch. 6 Bergbänke haben wir. Oh. Dabei habe ich schon versucht, so viele wie möglich im Keller zu verbauen. Ich nehme mal die Wassereimer mit aus dem einfachen Grunde, weil ich dir nachher so eine Art Fahrstuhl machen will, kurz da oben. Ja. Wieder fix. Damit du nicht wieder stirbst und ewig deine Sachen gibst. Ich bin einmal gestorben, hör mal. Du bist an der Stelle zweimal gestorben. Ja, weil ich meine Sachen wiederholen wollte. Genau. Was ist denn hier schon wieder? Hat wieder einer nicht geschafft, die Äxte und die Hacken in eine Reihe zu legen. Ich mach's ausnahmsweise nicht. Ich finde das immer so witzig, ey. Ich mach alles jedes Mal ordentlich, wenn ich an dieser verkackten Kiste bin. Und jedes Mal, wenn ich wieder reinguck, ist wieder alles durcheinander. Wobei ich zugeben muss, dass ich, wenn ich das schnell machen will, einfach nur kurz reinpfeffer. Ja. Das gebe ich zu. Warum haben wir 4 Öfen? Achso, weil wir die kannst du mit hochnehmen auf den Berg. Okay. Ein bisschen Kohle können wir auch mitnehmen. Was habe ich denn jetzt? Stein habe ich 41, warum auch immer. Erde? Guck mal, Erde haben wir wieder ein bisschen. Achso, nicht wundern, wenn ihr jetzt zwischendurch mal jemanden nieben hört. Die Katze meiner Mama hat sich etwas erkältet. Ja, Katzen können sich auch erkälten, Leute. Ich glaube nicht, dass manche das wissen. Puh, wollte ich nur sagen. Ja, wurscht, was? Und ganz schön viel Glowstone. Was wollte ich denn? Ich wollte zu Kies. Nee, Kies nicht. Wo wollte ich denn hin? Zu Pflasterstein. Nur das bei Treppen drin. So, ich habe ganz viele Fackeln. Brauchst du zufällig noch welche? Weiß ich jetzt gerade nicht. Warte mal, ich guck gleich. Da ist aber auch noch ein Stack in der einen Kiste hier hinten. Ja, brauche ich auf jeden Fall noch. Ja, in der Reisenkiste liegt über ein Stack. Nee, Lapis. Hat das nicht Lapis irgendwie mit? Eisengitter. Wo tun wir denn Eisengitter rein? Bei Zeug, ne? Ja. Oh, die Zeugkiste ist gewachsen, obwohl sie das eigentlich gar nicht braucht. Ich hab's mal gemacht. Ich nehme das mal in mein Inventar und tu die Sachen dahin, wo sie hingehören. Die Schneebälle weiß ich aber nicht. Wollen wir die überhaupt behalten? Ich will sie behalten. Ich werde sie aber nach und nach auch brauchen. Okay. Weil ich euch ärgern will. Ab und zu. Und ich bin mir auch hier eigentlich rein. Es sind schon wieder Pfeile in der Mob-Drop-Kiste. Also einer. Achso, das könnte gewesen sein, weil wegen so Getier, weißt du, wie heißen die Dinger? Die Wolle habe ich jetzt übrigens mal da rausgeholt, aus dem einfachen Grunde, weil wir im Schafstall eine Kiste haben. Achso, das ist ja gut, schön, dass du wissen. Ich habe hier auch nochmal 3 Kisten drin, warum auch immer, bekommt man aber immer noch gebrauchen. Aber ich habe mir die Aufnahme nochmal angehört und du hattest recht. Also ich klinge ein bisschen dumpf. Ja. Das liegt aber nicht daran, weil ich nuschel oder sondern wegen dem Hall, glaube ich. Das kann sein. Aber normal höre ich mich auch nicht. Weil normal höre ich mich auch nicht so an. Ja. Normalerweise klingst du nicht dumpf. Was ist das Quarzblock? Die hier für einen Kack drin haben. Das haben wir irgendwo Holzkram? Hatten wir doch auch da oben. Hallo Schafis! Da tue ich mir die 10.000 Stickies rein, die ich da hab. Habe ich so viele Stickies? Ich finde es cool, wenn man eine Weile nicht aufnimmt. Und dann guckt man sich das Ganze an und denkt, hä? Warum hab ich den Scheiß? Oh, ich muss mir mal so eine Hacke holen. Dann kann ich hier das Feld reparieren. Wenn ich eh schon mal dabei bin. Hören ist aber überhaupt keiner von uns hier, ne? Könnt ihr irgendwo mitnehmen? Ich habe schon gesagt, ich wollte
nach dem neuen Gast, der jetzt bald irgendwann kommen wird, werde ich Saki einladen. Oh ja. Hat sie schon zugestimmt? Ja, ja, sie hat ja gefragt, ob sie mal irgendwann mitmachen darf. Ja, warum nicht? Genau, habe ich auch gesagt. Und habe ich hier aber halt auch gesagt, dass wir noch einen Gast haben und dass Sai noch sein Haus bauen wird. Und danach werde ich nämlich Nox nochmal ansprechen. Ob der nicht nochmal vorbeischauen wird. Wären Nox, wir wissen, wo du wohnst. Dann sind wir schon ziemlich ausgebucht mit Gästen. Ich glaube, wir werden jetzt, wir können ja mal versuchen, die 100 Folgen, die wir jetzt machen, von Folge 100 bis 200 nur mit Gästen zu verbringen. Obwohl, das ist ja jetzt schon wieder gescheitert eigentlich. Eigentlich schon. Wir können das ja ab 200 versuchen. Ich meine, die haben wir auch schon bald voll mit dem, was wir jetzt an Vorkrams haben. Ja. Also Leute, wenn wir nicht immer gleich antworten, die ich da also auf irgendwelche Kommentare eingehen. Und doch, auf Kommentare gehe ich schon immer ein. Also wenn, also Cider hat das gemacht, dass der das auf sein iPad bekommt und dann sagt er mir immer Bescheid, hey, da ist so ein Kommentar. Und dann freuen wir uns immer. Was? Warum hat Fabi das hier zugebaut? Wo bist du denn? Ich bin gerade durch den Tunnel gerannt und der ist zugebaut. Mit Tunnel? Erde. Hier, welcher Tunnel? Hat der da oben? Ja. Ach so, ja, er hat mir gesagt, er hat das zugebaut, weil... Warum? Weil wir den Eingang noch versetzen müssen und er schon mal angefangen hat, Terraforming zu machen. Den Eingang versetzen? Ach so. Ja, wir müssen den ein bisschen... Okay, ja, gut, mit Terraforming... Wollen wir hier unten erstmal ein bisschen reparieren? Hier sind so viele Creeper-Löcher. Finde. Stimmt, warte, ich komme mal hochgefahren, da gucken wir uns das erstmal an. Alter! Soll ich mal Spitzhacken? Alter! Ja, der Turm ist heftig, ne? Ich glaube, daraus kriegen wir schon was Schönes gebastelt, aber es wird eben halt ein sehr, sehr großes Projekt. Ja, es ist schon ganz nett. Also, er hat mir das ja gezeigt und dann habe ich ja, hatte ich noch die Idee, dass er in der Mitte halt so einen Freiraum lässt, damit die Ebenen auch nicht so riesig werden, hatte ich halt gedacht. Stimmt, da könnte man Wasser oder Lava durchfallen lassen. Genau, ganz in der Mitte kommt Lava durch. Das hat er ja von Anfang an gesagt. Aber ich habe halt gesagt, ich möchte noch einen Hohlring da haben, dass man so von oben auch runter gucken kann. Mhm. Und dann hat er mir seine Millimeterpapierzeichnung da gegeben. Und dann durfte ich da die Ebenen einzeichnen. Du weißt nicht, wie viele Ebenen das sind. Das sollst du auch gar nicht wissen. Das sind so viele. Ich lasse mich überraschen. Ich habe schon gesagt, was sollen wir denn alles reinstellen? So, schaut mal. Könnten wir ein Kaufhaus und ganz oben so Penthouse-mäßig. Genau, und er hat alles ausgeleuchtet. Ja, habe ich schon gesehen. Und dann hat er halt hier in der Mitte, so wie ich ihn drum gebeten habe, den Ring halt gemacht. Damit man halt von oben auch runter gucken kann. Beziehungsweise von hier hoch gucken kann. Und er meinte auch, wir dürfen gerne den Ring noch weiter mit Holz ausfüllen. Er hat nämlich hier vorne auch diesen Wald angelegt, wo er immer Zeug abgeschlagen hat, also Holz. Ja. Und okay. Ja, das ist so alles, was hier ist. Wo bist du denn, Tani? Ich bin gerade da bei meinem eigenen Wald, weil ich da gerade noch für dich erst hab hinkredenzen will. Ich wollte zu dir kommen, aber jetzt bin ich im Wald gefangen. Huch! War sehr schlau, sich mitten in den Weg des Wassers zu stellen. Könnte man wiederholen, muss man aber nicht. So, ich weiß auch gar nicht, wo der Erdschniedel ist, den du da irgendwo hingebaut hast. Der Wald ist so dicht. Nee, aber ich würde mal sagen, wir hacken das ja auch gleich alles so ab. Ich glaube, wenn man hier so steht und den Turm dann so anguckt, dann sieht das schon episch aus, wenn man hier auf deiner Plattform ist. Oh nein, die Schneebälle fliegen weg und die Erde. Wo die bist Erde du denn? Haben. Da, wo du letztens abgestürzt bist. Da unten, da hast du jetzt Wasser hingemacht. Erdfragmente sind. Da könnten wir, das wird natürlich noch einen schönen Teich münden. Ja.